Stardew Harvest, wo ist da der Unterschied? Naja, du weißt doch, Stardew ist doch der Urvater. Ich meine, klar, das Harvest Moon ist jetzt auch nicht mehr der Urvater, aber es ist wenigstens der Name. Und die Geduld für so ein Spiel. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht das ganze Video geguckt. Ich habe nur, also, weil meine ehrliche Meinung, und da war ich schon so. Und dann habe ich halt aufs Ende geskippt, wo sie halt gesagt hat, ja, erstmal das Positive vorweg und dann das Negative. Und dann war ich schockiert, war ich dann. Da war ich ein bisschen schockiert dann. Nicht alles da, du nachmachen. Du hast recht. Boah, Brokkoli. Chat, bald gibt's Brokkoli. Das Standard Farming Game haben wir bis jetzt nicht das geeignete Spiel. Nee, das war nicht ihr Problem. Das war nicht so das Problem. Oh, die Blumen sind auch bald fertig. Oh, ich habe Cyberpunk gestern aufgenommen, ne? Ich muss mir. Das ist jedes Mal so schwierig, sich an die Perspektive immer umzugewöhnen. Das ist so rangezoomt irgendwie gerade. Dankeschön. Ich fand auch bei Cyberpunk die Mission, die ich da gemacht habe, ich fand die ultra cool. Mehr sage ich dazu nicht. Weil ich nicht spoilern will. Aber die fand ich cool. Was müssen wir? Wir müssen, glaube ich, Gänseblümchen und Tulpen. Nee, hier. Doch, das war richtig. Nee. Ah, hier. Ausrufezeichen. Gänseblümchen und Tulpe. Wow. Ich merke mir einfach alles. Tomate, Gänseblümchen, Tulpe. Wir haben relativ gleich viel, ne? Danke, Tim. Baby Deep. Oh nein, ich habe das nicht gepflügt. Ich mache jetzt einfach überall die Gänseblümchen und Tulpen hin. Keine Lust, das so durcheinander wieder zu haben. So, können wir dann jetzt bitte einmal gießen? Vielleicht noch dieses Jahr. Alter. Also, wenn du bei Starfield gerade sitzt, dann weiß ich nicht. So. Hat Gott sei Dank nur 4,5 Stunden gedauert. Wie lange brauchen die Blumen? Bis dahin haben wir nicht so viel zu machen, ne? Oh, das ist fertig. Hä, hast du kein Einzelzimmer? Das ist ein Gasthaus. Ach echt? Danke. Danke, Jack. Oh, danke, dass du mir da geholfen hast. Das hätte ich sonst nicht erkannt. Hier kommen die Besucher von Langtonbury hin, um sich auszuruhen und zu entspannen. Es gibt kein Zimmer, Clippy. Es gibt nur ein Gruppenzimmer. So. Wir bräuchten, glaube ich, ein bisschen Geld. Heißt das, ich angel jetzt? Oder sollte ich mal die Map aufdecken? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde eigentlich erst gerne die Gänseblümchen- und Tulpen-Quest machen und dann die Map aufdecken. Also gut, wir decken sie ja nicht wirklich auf. Das ganze Haus. So.
Okay. Nee, falsch. Ich würde heute eigentlich gern echt noch A Dead of Night spielen, aber ich weiß nicht. So, ich muss echt mal früher ins Bett. Achso, ja, ich muss gegen. Habe ich? Okay. Ja. Nee, du bleibst hier. Das Angeln ist ganz cool. Das Angeln gefällt mir ganz gut. Daddy at night. Tani ist Daddy, okay. Nein, jetzt bleib doch mal hier. Ich finde das Angeln von Stardew auch ganz schön. Ich glaube, wir kommen heute nicht zu A Dead of Night. Das hat alles heute ein bisschen zu lang gedauert. Ich glaube, das machen wir entspannt wann anders. Ich hätte gern ein Pferd. Ich glaube, ein Pferd ist hier einfach wirklich der Sieger der Herzen. Ich glaube, mit einem Pferd kommt man überall voll einfach hin. Oh, guck, das wächst nach. Kann ich es töten? Hab nichts gesagt. Rent a Horse. Ja, schön wär's. Also Pferde gibt es in der anderen Stadt. Ich glaube, wir sollten doch mal in die andere Stadt gehen. Ich hätte auch gern Tiere. Was kann ich inzwischen? Warte mal. Wo ist mein Hof? Hä? Oh, ich drehe mich im Kreis, mir wird schwindelig. So. Kann ich hier irgendwie dran gehen? Und, oder bin ich einfach noch nicht... Es ist kaputt, also kannst du nicht rein. Ich glaube, ich muss die Story weitermachen. Ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Hallo? Danke. Was ist das hier? Oh, hallo. Alle, die gegangen sind, sind zurückgekehrt. Ich war noch nie so glücklich. Oh, dankeschön, Pinke Beere, für die 1000 Bitzes. Da. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Pinke Beere. Das ist sehr lieb. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke für... Ja, aber lass mich doch mal kaufen. Lass mich Sachen kaufen. Stimmt, es gibt ja eine Mine. Ihr könnt noch in die Mine gucken. Ja, du kriegst deinen Blumenladen schon noch. Und hier? Oh! Oh, meinen Sohn wiederzusehen, solange ich noch gesund bin. Ich bin so froh, dass ich sehen konnte, dass Nemo so glücklich lebt. Oh, ich will einen Hund. Gib mir einen Hund. Bei dir kann ich verkaufen, ne? Ich würde gern verkaufen und zwar. Wow, wir sind fast reich. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, stimmt, ich kann ja auch einfach in die Kiste. Ich habe die Kiste vergessen, es tut mir leid. So, ja, jetzt ist es ein bisschen schwer. Okay, wir gehen angeln und dann gehen wir am nächsten Tag woanders hin. Weil es ist jetzt ja fast schon Abend. Und die jammert ja immer so schnell. Warte, gibt es hier nicht auch noch irgendwo anders? Irgendwo anders gab es auch Wasser, oder?
Kann ich da auch was angeln? Vielleicht geben die mehr als 100. Gibt es hier Fische? Scheinbar nicht. Naja, gut. Steve mit euch im Samen. Oh, was bist du? Was hast du für mich? Rübensamen. Okay. Vielleicht gehen wir auch einfach gar nicht angeln. Was ist das für ein Haus? Hä, das ist voll ab vom Schuss. Hä? Was ist das? Ach so, hä? Ich bin verwirrt. Zwiebelsamen, sehr schön. Hallo? Kohlsamen, danke. Wir gucken mal kurz da rein. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Es war leider keine geheime Stadt. Tut mir leid. Es war einfach nur wieder meine Orientierung. Drücke B, um die Wünschelroute zu benutzen. Die Minikarte zeigt in der Nähe vergrabene Erze und Leitern. Manchmal stößt du beim Graben auf Löcher. Pass auf, dass du nicht reinfällst. Wenn du absteigst, erreichst du ein niedrigeres Stockwerk. Je tiefer die Ebene, desto einfacher findet man seltene Erze. Die Wünschelroute, na gut, na dann. Hä, du sollst runtergehen. Na. Okay, das ist aber interessant. Also bisher hat man nie Hilfe bekommen. Ja, gar nichts. Hä? Okay, das ist neu. Ich bin verwirrt. Das Konzept ist mir absolut neu. Rohglas-Edelstein. Wir gehen. Oh, die weinen gleich. Verwirrt. Das müssen wir nochmal testen. Ich bin noch nicht sicher, wie ich das finde. Das müssen wir nochmal ausgiebig testen. So, wo ist mein Haus? Wo schläft mein Bett? Wo schläft mein... Da schläft mein Bett. Das Glas kochen, damit es nicht mehr roh ist. Bestimmt. Gucken wir hin, wo das Spiel... Ja, ja, also ich glaube halt, zum Beispiel diese ganzen Probleme mit dem Rumlaufen behebt ein Pferd. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Pferd die Lösung dazu ist. Dann... sind so viele Sachen noch gesperrt. Es fühlt sich an, als ob ich so einen Bruchteil bisher habe. Achso, ich wollte ins Bett eigentlich. Naja, gut. So, dürfte ich jetzt bitte? Danke. Kann was. Ja, das ist halt voll krass. Noch 4 Tage und dann hat Judy Geburtstag. Dann schenken wir ihr eine Blume, weil sie auch eine hübsche Blume ist. Es regnet! Oh.
Eine wunderschöne, schlanke, rote Blume. Wow, dieses Fat-Shaming. Wow. Also, ich meine, also, naja. Ich brauche die Köder nicht. Tun die Köder weg. Oh, wir haben ja noch rosa Rosen. Okay. Ich frage mich nur, wo ich meine Taschen verbessern kann. Das wäre mir sehr wichtig. Eine wunderschöne Blume mit einer leuchtend pinken Farbe. Hier ist alles sehr pink und rot. Also die Gänseblümchen, die ich kenne, sind weiß. Also ich weiß, dass es farbige Gänseblümchen gibt, also bunte. Aber interessant. So, ich packe die Zwiebeln hier rein. Nee, hier. Was pflanzen wir hier? Und den Kohl. Den Helmut. So. Sehr gut. Wie viel habe ich? Es ist immer nur eine Blume, richtig? Dann warten wir wohl drauf, dass das besser wird. Fertig wird. Ja, also ich glaube, wir haben es einfach noch nicht freigeschaltet. Wieso ziemlich alles? Hier lang. Es war doch der richtige Weg. Dann gehen wir jetzt mal in die Stadt. Würde ich sagen. Oh, ich hoffe so, wir haben bald Pferde. Lieb mich nicht spielen, stimmt. Vielleicht stehe ich deswegen auf. Wie heißt er? Neil. Weil er Koch Sanji. Ich vergesse nicht, Tess. Hey, als ob ich Tess vergesse. Kirschen. Crushen. Ich komme hier nicht runter. Genau das meine ich. Ich glaube, ich brauche ein Pferd. Dann geht das. Vielleicht weiß ich auch einfach noch nicht, wie man springt. Vielleicht muss das mir jemand beibringen. Irgendwas hat Pling gemacht. Ich bin halt so gespannt, wo man überall hinkommt. Wir haben auch die Quelle noch nicht gefunden, aber ich glaube, die Storyfindung. Was ist hier los? Hallo, Awesome! Und Dankeschön für die 100 Bitze. Dankeschön, Awesome. Gali Grü, Schögu A. Ich habe einen neuen Acker gefunden. Wir werden reich, Leute. Wir werden absolut reich. Achso, ich muss ja mehrmals drücken. Entschuldigung. So. Die Furche beackern. Richtig. Ob ich das behalten darf? Oder kommt da jemand und sagt Steuern? Dorf Providence, Dorf Lankenbury. Nordendorf von Punkt. Okay. Interessant. So. Und jetzt hier. Warte, aber wenn ich das zum Füttern brauche, das heißt ja, da muss ich den Acker eigentlich brach lassen, damit der Unkraut wächst. So, können wir das jetzt mal so... Kostet alles so viel Energie hier. Oh Gott, vergeht nicht. Ich finde es interessant, dass es hier nicht regnet. Ich kriege eine Pilzvergiftung, wenn ich zu viel Pilze esse. Ich hoffe nicht.
Können wir cheaten gehen. Der Acker ist aber größer als meiner. Ich bin auch gespannt, was die machen als Lösung fürs Bewässern. Ob man da wirklich so Sprinkler da vielleicht drauf erstellen kann. Oder ob man dann einfach, weiß ich nicht, eine ganze Reihe gießen kann. Ich bin mir noch nicht sicher. Okay, warte mal, wir machen das so. So. Ja, dann haben wir auch mal unsere ganzen Sachen benutzt. Karotten. Schön. Das gedrückt halten und ich sind noch nicht so, also wir sind noch nicht so warm geworden miteinander. Besserung, Clippy. Nach dem Tutorial fahren. Hm. Ja, ein bisschen. Habe ich da so Flashbacks. Erdbeerstiefmütterchen. Ja, let's go. Und jetzt darf ich das alles noch gießen. Na, super. Ich glaube nicht, dass ich. Also, nee, das glaube ich nicht. Aber guckt mal, wie schnell die Zeit dabei vergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel sagt, dass ich das immer machen muss. Nee, oder? Nee. Nicht wirklich, oder? Hier ist noch ein Pilz. Oh Gott, ich habe nur noch einen. Das reicht bestimmt. Und dann ist schon wieder der ganze Tag gelaufen, nur weil ich ein doofes Feld beackert habe. Ich habe mich übernommen. Aber warum steht hier auch einfach so ein Feld? Hm. Naja, ist jetzt meins. So, was hast du noch? Feldhelfer. Ja, ich hoffe, dass diese Irrlichter nennen die, glaube ich, ne? Irrwicht? Nee, wie. Futtermaissamen, sehr gut. Irrlicht macht keinen Sinn, aber war es nicht Irrlicht sogar? Es war irgendwas, was keinen Sinn ergeben hat. Naja, auf jeden Fall, vielleicht können die mir ja helfen. Jetzt fällt dem Besitzer auch ein. Wow. Okay, ich habe jetzt einen Apfel. Ich meine, wir haben hier ja genug Essen. Hä, wieso kriege ich immer einen? Da sind drei, mindestens. Da sind zwei und ich krieg nur einen. Jetzt habe ich zwei bekommen. Ich bin mich verarscht. Das ist eine Farce. Steuern. Ah, gut, das kann sein. Oh, das ist mein Freund der Fuchs. War ich nicht, sorry. Hallo, Fuchs. Ja, noch drei Dinger und dann wir wissen, was dann passiert. Stimmt, wir müssen noch zu den Hasen gehen.
Okay, am nächsten Tag ist er fertig. Sind die Hasen noch da? Schon sehr spät. Ich muss woanders hin, damit ich es ernten kann. Drei Äpfel, sehr gut. Drei Hasen, drei Äpfel. Klingt fair. Und die sind für meinen Rückweg. Hier kann man angeln. Das ist mit den Händen. Ja. Oh nein, das heißt, die Hasen sind weg, richtig? Ich glaube, das heißt, die Hasen sind im Bett. Ist die Nacht herangebrochen? Gut. Dann gehen wir jetzt auch. Ich frage mich, wann wir die freischalten. Das sind hundertprozentig Teleportiersteine. Hundertprozentig. Tausendprozentig. Ich wette. Ich wette meinen Hintern darauf. Ach, hier sind die... Wo bin ich denn gelandet? Hier waren... Wo bin ich? Wie komme ich nach Hause, Mami? Waren da die Hasen? Ich bin verwirrt. So, gib mal. Brokkoli, danke. Apfel. Es ist eine Eule jetzt, okay. Stimmt, die Eule. Euli Boili. Euli? Jetzt warte doch mal. Ich bin langsam. Stimmt, die war schwierig, glücklich zu machen. Willkommen zurück, Lippi. Hallo, Lix. So. Schon 21 Uhr, ich habe doch noch nichts gemacht. Schwierig. So, dann gehen wir einfach ins Bett. Und hoffen, dass bald die Blümchen fertig sind, damit wir die Quest weitermachen können, weil wir dann wahrscheinlich echt viel schaffen oder finden oder also Neues bekommen, was uns echt alles vereinfacht. Und dein Feld muss es ja nicht mehr gießen. Richtig. Richtig. Wenn es da draußen nur auch regnen würde. Okay, noch D-3. Ich hätte heute übrigens fast nicht gestreamt. Weil ich echt müde bin. Das sage ich jetzt nicht, um zu jammern, sondern einfach nur wundert euch nicht, dass ich heute ein bisschen bin. Ich habe richtig kacke geschlafen, ich weiß nicht warum. Ich habe eine Linse, eine flache kleine Bohne. Danke, ich bin mal. Oh, Weizen. Wir müssen Baguette machen. Gib mir die Linse. Jetzt gib mir die. Danke. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Ich hab mehr als 3 Stunden geschlafen, aber richtig kacke. Ich hoffe, du schläfst morgen besser. Also mehr, pinke Beere. 3 Stunden ist zu wenig. Ich finde es immer so lustig, wenn man so, also das war zumindest früher mal so, wenn man gesagt hat, boah, ich habe heute Nacht nur 3 oder 4 Stunden geschlafen. Boah, sei froh, ich habe nur 2 Stunden geschlafen.
So. Okay. So. Das tut mir leid, dass du eine Stunde weniger hattest, aber 3 Stunden sind auch zu wenig. So. So. Und damit meine ich jetzt keinen von euch, weil das ist ja kein, boah, sei froh, so meins ist viel schlimmer. So, ja. 3,5 Stunden, dann hatte Lukas wieder Hunger. Schon fies sowas, ne? So. Plötzlich will er was immer essen haben zu den doofsten Uhrzeiten. Du darfst höchstens 6 Stunden. Aber das ist gemein. 8 Stunden tun so gut, wenn man die mal schläft. -2 Stunden schlafen. Hm. Ja, ich schlafe auch immer, also negativ. Ab zum Nachschlafen. Ja, ich glaub, Chat, alle müssen jetzt mal nachschlafen. Sonst kommt der Rohrstock. Hat hier irgendjemand gut geschlafen? Hat irgendjemand heute gut geschlafen? Hat heute jemand sehr gut ausgeschlafen? Von euch? Irgendeiner? Winterschlaf wäre mal was. Ja, aber lieber Sommerschlaf. Ach hier. Lass mich mal kochen. Ich kann Baguette kochen. Hm? Was ist das? Hm. Hä? Ah, jetzt. Okay, da war irgendein Bug. Kartoffel habe ich nicht. Milch habe ich nicht. Hä? Okay, warte. Hä? Okay, ich glaube, ich habe Kochen noch nicht ganz verstanden. Oder warte mal. Okay, ich teste mal was. Nein, nicht wegwerfen, weglegen. Okay, wir versuchen jetzt nochmal. Also kann ich doch machen. Okay, ich verstehe noch nicht genau, wie das funktioniert, aber ich kann scheinbar doch auf den Kühlschrank zugreifen. Tja, Weltenwandler. Hallo Veritas, ein Gute. Darf man gut und schlafen in einem Satz überhaupt verwenden? So. Klar. Klar darf man. Wir haben 2, 3. Wir haben 3 gut geschlafene Leute. Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Ich bin sehr stolz auf euch. Habt ihr gut gemacht. Da kann ich wechseln. Ich habe Spinat, ich habe Kohl, Tomate habe ich nicht. Das ist so verwirrend. So. 10 Uhr morgens und wir sind gerade so durch. Sehr gut. Ach stimmt, wir müssen...
finde den Mond sehr schön. Also den habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Der war hinter mir. Hier, da den Mond. Willst du mein Sanji sein? Nein, wir essen keine Blumen. Hier, nimm lieber den Pilz. Gern geschehen. So, Judy, du kriegst auch einen Pilz von mir. Wir sagen dazu jetzt nichts, okay? Ich wollte ihn nicht... Du kriegst den anderen Pilz. So, wir brauchen neue Pilze. Ich kann es auf zwei Arten, also Magic Mushrooms mäßig, das passt zur Grasdings. Und also Pilze verteilen könnte auch Geschlechtskrankheit sein. Ich bin mir noch nicht sicher, welches von beiden ich besser finde. Margeritensamen, aha. Jetzt kommen hier die Fancy Blumen, oder was? Fancy Blume. Wieso oder? Okay. Da hast du natürlich recht. Ich glaube, so kann ich mit dem... Wir sind gleich da. Das war ganz schnell. 5 Weizensamen. Ich finde das nett, dass hier so viele mir was schenken. Das ist mal was Neues. Steinleute. Stimmt, wenn sie K.O. sind, können sie nicht wegrennen, wenn ich zu schnell laufe. Finde ich einen guten Einfall. Kriege ich bitte, danke. Hallo, Steph. Spinat. Spinacci. So, dann haben wir hier... Zwiebeln. Aber eigentlich müsste ich jetzt aus der Stadt raus und das andere... Eigentlich muss ich jetzt das andere Feld auch gießen. Oh oh. Da habe ich mir ja was eingebrockt. Spinaccio. Spina, Spina. Spinat, wer ist Spie? Ja, also der Spie, ne? Der... Ich kenne nur den Film Die Stieß. Okay, wir gehen jetzt dahin. Wir gehen jetzt das Feld gießen.